Oh. Scherzfrage. Hm. Meine Omi sagt, dass diese Bücherei sehr alt ist. Man soll ja sogar über das Phantom lesen können. Aber etwas verstehe ich immer noch nicht, Gusi. Wieso hast du dich in dieser schmalen Lücke versteckt? Ich mag Enge. Zwischenräume. Die sah so schön bequem aus. Ich dachte, darin fällt Gusi garantiert nicht mehr auf. Ja, wenn du das sagst... Dann wird das schon stimmen. Nochmal Gusi. Aber der wird bestimmt nichts haben. Nee, nee, hat er auch nicht. Gut, dann raus und zurück oder weg. Die Frau nochmal? Hat die was? Nee, hat nicht. Gut, bleibt raus. Gut, denn ich habe hier gerade eine Sequenz. Warte, bin auch gleich da. Okay. Ach, und Emmy, falls Sie mal wieder nach London müssen, berühren Sie einfach meinen Wagen am Stadtrat. Danach wählen Sie Ihr Reiseziel. Am Stadtrat? Stadtrand. Dann. Also. And. Ich hab's falsch gesagt, aber Stadtrand. Verstanden. So kann ich auch Rätsel lösen, die ich in London übersehen haben sollte. Hat sie denn? Weiß ich nicht. Exakt. Und nun rasch weiter. Unsere Ermittlungen warten. Nein, sie hat keine vergessen. Nein. Ach. Also. Wollen wir erstmal in die Rechtsrichtung? Oder also gleich? Gut. Ich komm zurück. Ja. Oh. Der hat nix. Oh, was war das da oben? Oh? Bla 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 bla. Oh ja, sicher, bla bla bla. Der redet aber viel. Da oben war ein. Da oben war ein. Da war was. Ihr habt's auch gesehen. Also ich hab's nicht gesehen, ich hab grad nicht auf den Bildschirm geguckt bei dir. Wir haben blau und schlau gelöst. Nee, haben wir nicht. Oh, hier ist Chickly. Und hier ist Spacki. Warte, Moment. Jo, machen wir. Der hat ein Rätsel. Toll. Seit das Phantom aufgetaucht ist, hat ein Lächeln hier wirklich Seltenheitswert. Eher findet man ein goldenes Ei auf der Straße, als einen glücklich aussehenden Menschen zu treffen. Aber ist ja auch verständlich. Manchmal wünsche ich mir die guten alten Zeiten zurück. Früher hatten wir immer so einen Spaß beim Rätsellösen. Hier, das war einer meiner Favoriten. Platztausch. Oh, oh. Oh. Dieser Kreis hat ein Muster, wenn man bei A im Uhrzeigersinn zu zählen beginnt. Frau, Frau, Mann. Schaffst du es, nur zwei Menschen die Plätze tauschen zu lassen und dadurch eine neue Reihenfolge zu schaffen, bei der sich ein neues Muster ergibt, das gleich ist, egal ob man ab A jede oder nur jede zweite Person im Uhrzeigersinn zählt? Was? Moment, das muss ich nochmal lesen. Also, wenn von A an... Moment mal. Das ist... Wenn man... Okay. Das wäre ja so gesehen... Mann. Frau. Und jetzt wird's schwieriger. Jede oder nur jede zweite Person im Uhrzeigersinn zählt. Achso. Das verstehe ich gerade gar nicht. Erklär mal. Na, das ist, wenn du jetzt, wenn du jetzt beispielsweise... Ich verstehe das. Wenn du jetzt zum Beispiel hier einen Mann hast, müsstest du ja theoretisch hier auch einen Mann haben. Müsstest du dann wiederum theoretisch hier auch einen Mann haben. Das können wir ja gleich mal dann... So. Und dann würde... Dann müsste ja hier auch ein Mann stehen. Da müssten vier Männer hintereinander stehen. Nee. Ja? Nee. Das hier ist... Ich blicke nicht ganz durch, was hier gemeint ist, ehrlich gesagt. Oder eben bei... Je nachdem, wie Frauen... Also, vier Frauen hintereinander? Kommt das denn hin? Da müssen ja immer mehr Frauen sein. Nee. Quatsch. Achso. Mann? Nee. Sagen wir, hier beginnt's mit einer Frau. Nee. Frau. Das ist so. Dann müsste ja theoretisch auf jeden Fall hier eine Frau stehen. Weil... Nee, hä?
Also, bei A fängst du an und dann kommt wieder eine Frau hier drüben. So. Da müsste hier eine Frau sein und hier ein Mann. Und da ein Mann. Also. Gott. Notiz. F. Hier ein F. Hier ein F. Also muss man diesen Kerl austauschen mit einer Frau. Wahrscheinlich mit der hier, oder? Gucken wir mal. Also F, F. Danach wird ein M. Nee, kann ja gar nicht. Er sagt denn, dass man mit der Frau anfangen muss. Tick, das kann man ja auch austauschen. Tack, tick. Ach, und hier kommt. Hier ist ein Mann. Beides macht keinen erstes. Sinn. Na, warte mal, warte mal. So. Nee, das, was ich gesagt habe, macht keinen Sinn, meine ich nur. Jetzt gucken wir doch mal. Wenn wir hier, also nochmal F, F, F. Hier M. So. M. Nee. M, F, M. Und hier wäre dann wahrscheinlich dadurch, dass zwei Männer schon vergeben sind und die restlichen Frauen hier auch wieder ein M. Gucken wir doch mal, wie das dann wäre. Frau, Frau. Frau, Mann. Frau, Mann. Frau, 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 Mann, Frau, Mann, Mann. Ja, und Mann wäre hier auch wieder. Also, wir haben rausgefunden, wo wir eine Frau brauchen und wo wir einen Mann brauchen. Das heißt, wir brauchen nur die beiden austauschen. Nee, Quatsch. Das ist ja gar kein Mann hier. Nein, hier, die beiden. Die beiden müssen wir austauschen, dann haben wir es. Ich weiß immer noch nicht, um was es überhaupt geht, aber ich glaub dir jetzt einfach mal. Nein, ich erklär's dir nochmal. Also, pass auf. Wie gesagt, dieser Kreis hat ein Muster, wenn man bei A im Uhrzeigersinn zu zählen beginnt. Also, du beginnst bei A und da steht ja das Muster Frau, Frau, Mann, Frau, Frau, Mann, Mann. Siehst du ja an den Figuren. Ja, soweit bin ich dabei. Es ist ja sogar, die sind ja sogar mit Blau und... Und was sollen wir jetzt machen? Wir sollen jetzt zwei Figuren austauschen, so dass es egal ist. Also man muss bei A anfangen. Au, 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 Handy. Handy Sound of Doom. Hast du es auch gehört? Nee, habe ich nicht. Gerade nicht. Also ich denke, es wurde mit aufgenommen. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe gerade den Handy Sound of Doom gehabt. Vielleicht habe ich auch Hirngespinste. Jedenfalls, also den Handy-Einwähl-Sound, bla. So, jedenfalls, du sollst dann von A aus zu zählen beginnen. Mhm. A wäre dann sowieso Frau. Wenn man jetzt davon ausgehen würde. Es könnte ja auch Mann sein, aber dafür sind zu wenig Männer da. Ja, gut. Gut. Fängst bei A also mit Zählen an. Frau. Und musst dann, wenn du hier weitergehst. Wenn hier ein Mann stehen würde... Müsste dann, wenn du zwei Schritte immer gehen würdest, müsste dann hier auch ein Mann stehen. Verstehst du? Wenn hier eine Frau steht, müsste hier eine Frau stehen. Ja. Und dann? Und dann ist es halt so, wenn du im, wenn du nur einen Schritt zählst, dann hast du ja hier dieses Muster, warte mal, wie gesagt, hier wär's ja jetzt Frau, Frau, Mann, Frau, Frau, Mann, Mann. Und jetzt müsstest du theoretisch mit jedem zweiten Schritt das gleiche dann auch noch hinkriegen. Aber hier wäre das Muster, wenn du zwei Schritte gehst, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Frau, Mann. Wäre falsch. So, und jetzt musst du zwei, jetzt musst du zwei austauschen, so dass es sowohl als auch. Und jetzt haben wir hier Frau. Au! Aua. So. Nehmen wir doch mal einen Schritt. So, da hätten wir ja, Frau. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, Frau, jetzt bin ich dabei. Frau, 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 Mann. Mann? Frau, 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 Mann. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ich glaube, so war es jetzt. Ja, passt von der Reihenfolge. So, und wenn du jetzt dieses genauso gehen würdest, würdest du auf das gleiche kommen. Okay. Deswegen jetzt ist das richtig. Das Rätsel zu lösen hat gar nicht so lange gedauert, wie es dir zu erklären. Ja, es zu verstehen fand ich schwieriger, als es dann am Ende war. So, ich gucke mal, vielleicht habe ich jetzt auch gerade eine SMS oder so bekommen, dass ich deswegen... Oh, tatsächlich, eine Nachricht. Ach nein, die ist ja von dir. Von die mir? Ist von dir von vorhin.
Jetzt kommt die erst. Nein, die war schon da. Ach so. Die habe ich auf der Heimfahrt bekommen. Gut, dass du bekommen gesagt hast. Und dann habe ich natürlich an der Seite angehalten, habe mir irgendein Plätzchen gesucht, wo ich niemanden im Verkehr störe. Habe das gelesen. Winkel. Ja, einen stillen Winkel habe ich mir, ein stilles Winkelchen habe ich mir gesucht, habe es gelesen, habe das Handy dann wieder eingesteckt und bin weitergefahren, natürlich. Toll. Du musst C und D vertauschen, so bekommst du das gleiche Muster, wenn du jede Person, jede zweite Person und jede vierte Person. Ist dir übrigens aufgefallen, dass das Muster ebenfalls gleich bleibt, wenn du von A aus rückwärts jede dritte oder jede fünfte zählst? Oh Gott! Jo, gut, dass wir das mal geklärt haben. Gut, dass wir das jetzt wissen. Oh, neue Puppenspielaktion aufhängen! Oh mein Gott. Und dann musste ich mich... warte. Kochen! Stimmt, kochen war auch dabei. Alle sagen, dass irgendwer die Flügelschläge des Phantoms lenken würde. Aber aus welchem Grund sollte denn jemand diese Stadt zerstören wollen? Es wird ja wohl nicht einfach aus grundloser Vernichtungswut sein, doch. Egal, ich hoffe nur, dass unsere tapferen Polizisten dem Ungetüm bald die Flügel stutzen. Lass uns mal mit Buckley reden. Mit Chicky. Mit Buckley. Mit Buckley. Buckley! Moment, wir reden mit Buckley. Oh. Kann ich gar nicht. Oder Chicky. 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 Chicky und Buckley. Ja, hat der was? Der hat doch bestimmt bloß einen Weg. Ja, aber wir haben ihn noch nicht angesprochen an der Stelle. Okay. Ein erneutes Hallo, Bucky. Sie treffen wir nun wirklich an jeder Ecke. Jawohl, euer Freund Bucky ist mit seinem Boot schnell wie der Blitz und somit überall und nirgends. Wir könnten ja mal eine Stunde lang auf ihn aufpassen und ihn beobachten. Ob er vielleicht mal mittendrin wegfährt. Oder der stalkt uns. Das glaube ich auch. Diese engen Kanäle scheinen mir kaum befahrbar, Bucky. Oh. Bah, alles ist befahrbar in Buckys wundervoller Wasserwelt. Hey, möchtet ihr mitfahren? Buckys phänomenale Boote stehen für euch bereit. Wir sollten es mal ausprobieren, oder? So, gehen wir zur 1? Ich hab keine Ahnung. Wo müssen wir hin? Lass uns mal noch weiter nach rechts gehen. Okay. Wir sind noch nie mit dem Boot gefahren. Vielleicht kommt da was ganz Tolles. Ein Rätsel oder so. Oh, da ist wieder unser... Mein Kunstlehrer. Dein Kunstlehrer, genau. Aber der hat ein Rätsel. Der hat ein Rätsel, dann haben wir ja jetzt ein Rätsel. Es ist schon so lange her, dass man mich aus der Fabrik entlassen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das nun schon zurückliegt. Wenn ich so auf meine Tage in der Fabrik zurückblicke, sehe ich die Dinge viel klarer. Wieso? Nimmst du dann die Brille ab? Nee, auf. Es war nicht immer leicht, aber ich konnte auch einiges erreichen. Nun stehe ich hier und rede von den alten Zeiten. Ich muss ja ganz erbärmlich erscheinen. Ich wünschte, ihr könntet mich als jungen Mann sehen. Damals war alles besser. Danke, dass ihr mir so nett zuhört. Hier zur Belohnung schenke ich euch dieses nette Rätsel. Ich dachte, der hat eine Sonnenbrille auf. Glocken läuten. Kein Würfelrätsel. Uah. An drei Glocken ist jeweils ein roter und ein blauer Hammer befestigt. Unter jeder Glocke befindet sich ein Zähler. Der Zähler steigt nach ganz bestimmten Regeln, wenn eine Glocke geläutet wird. Schaffst du es durch Läuten mit den roten und blauen Hämmern, dass die Zähler unter allen Glocken den gleichen Wert anzeigen? Schauen wir mal. Ja, wollen wir erstmal auf die 8? Da kommen 4 dazu und da kommen 3 dazu. Hier kommen 4 dazu und da kommen 2 dazu. Nee, 3. Auch 4 und 3 immer, ne? Oh, er ist weg. Er ist weg. Schade. So, jetzt noch, wenn ich hier 3 dazu gebe. Und hier 4 dazu gebe, komme ich schon mal auf 19. Das Problem, hier klappt das Ganze nicht. Oh, jetzt habe ich wieder eine SMS bekommen. Moment, ich hol mal schnell mein Handy.
Alter, ist der schnell. Was schreibt er denn? Moment gerade. Oh, da hat's wohl sein Internet zerrissen. Hehe. So, dann müssen wir ja eigentlich nur gucken, dass ich... Das ist ja easy. So, jetzt muss ich nur schnell schauen. Ah, genau. So, und jetzt 22. Hehe. Ist ja easy. Ist ja voll easy. Jetzt muss ich auf Mark warten, oder? Ich stopp mal die Aufnahme und warte auf ihn. Ja, das tue ich. Ja, das werde ich machen. Ja. Bis denn. So, da sind wir wieder und ich habe in der Zwischenzeit auch mal dieses Skype-Fensterchen da aus dem Bild gezogen. Und ich habe mal nachgeschaut. Ich habe das vielleicht schon bei 18 gelöst. Ich bin bei 18 schon. Hast du dir jetzt gemerkt, wie der hieß? Verdammt, ich hab's doch gerade erst noch. Super Mario. Mr. Super Mario Master 64? Ja, irgendwas mit. Ja, irgendwie so. Ich glaub, das war er. Wenn er das ist, dann liebe Grüße und so. Ich wollte ihn ja erwähnen. Und wenn das nicht ist, dann wird das sowieso nicht hören, im Zweifel. Na wieso? Wenn das nicht ist, dann weiß er trotzdem, dass er angesprochen ist. Ja, wieso sollte er dein Video gucken? Also auf jeden Fall. Weil er wollte, dass ich ihn in einem Video erwähne. Ja, schon, aber der es in Wirklichkeit ist. Ach so, nein, der echte Mr. Ja. Super Mario Master 64, wenn's der nicht ist. Ach so, den meinst du. Genau. Nein, auf jeden Fall, er hat mir auch geschrieben, wie er mit Vornamen heißt. Ich glaube zumindest, dass es der Vorname ist. Warum? Naja, es ist ein mir eher weniger als Vorname bekannter Name. Er heißt Schmidt. Nein. Schmidt Müller. Er heißt Armin. Und ich möchte in diesem Sinne mich enthalten, Wortwitze damit zu machen. Das wäre einfach nur gemein. Und jetzt will ich einfach bloß dieses Rätsel lösen. Und ich hab's trotzdem schon bei 18. Ich hab's bei 22. Egal. War jetzt nicht sonderlich schwer. So, aber warte, waren die linken oder die rechten drei? Die rechten. Nein! Jetzt muss ich es nochmal machen. Na, wieso? Du brauchst doch bloß eins drüber. Ja, ich weiß. Zap, zap. Nee, ich mach's nochmal von vorne. Zap, 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 zap. Wieder bei 18 gelöst. Verdammt. Mann. Du darfst mir nicht vertrauen. Ja, ich merk's immer wieder. Ah, es geht sogar bis 16. Ich hab mir das komplizierter vorgestellt. Es geht sogar mit 16. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ah, ja. 8, 9 und 10, na klar. Bäm. Wurscht. Ja, sind ja bloß 3 auseinander, 2 auseinander, Dings auseinander. Glocke läuten ist im Rätselindex spielbar. Damit sind wir quitt. Nun sollte ich besser nach Hause und um mich meine Rosen und meine Fische kümmern. Dann mach das mal. Früher nannte man mich das Genie der Dampfwagen und nun habe ich nur noch meine Rosen. Warum Dampfwagen? Ich habe keine Ahnung, ich frage mich gerade, was der... Naja. Er hat was geraucht, Dampf. das Genie der Dampfwagen. Also er hatte ein Logistikunternehmen für Gras. So, hier geht's ja leider nicht. Ja, und zwar für so Rollrasen. Ja, natürlich.